sagten so, oh, willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Trine und die Crystal Caverns. I believe it's because of the Trine that our physical images can be resurrected. Aha. Sieht auf jeden Fall mal wieder sehr schön aus hier. So, passiert mir da schon mal nichts. So viel dazu, passiert mir schon mal nichts. Jetzt haben die schon Fackeln. Wozu müssen Skelette sehen und es ist nicht mal dunkel hier? Ich kann da irgendwie nicht so gut durch. Zielen aber. Ja, das geht so auch. Tanzt da ein bisschen im Kreis. Gut. Nein, nix, wo ich mal eben so dran ziehen kann. Jetzt? Nothing! Gut, wie komme ich da dran? Wir haben einen nutzlosen... Was ich noch machen könnte ist... Weil ich mir nichts verbaut habe. Dadurch, dass das auf das gefallen ist und der Boden sieht nicht wirklich danach aus, als würde. Da war ein Savepunkt. Moment mal eben. Kann ich mich töten? Dauert ein bisschen, aber. Ah ne, das Teil wird ja trotzdem unten bleiben. Da wird ja gar nichts bringen. Egal. Stimmt. Was hatte ich vor? Nein? Hä? Wieso bist du runtergefallen? Ich hab dich doch gar nicht bewegt. Keine Balance dieser Diebin mehr. Second Rate Diebin. Okay, das geht da einfach durch. Hallo, ich will dich hochheben. Und jetzt. Hä, kann ich das nicht runterschieben? Ach komm. Wie so passt das nicht dahinter? Oh Gott. Nach einiger Zeit spawnen noch Gegner. Kann ich das eigentlich zerstören oder was habe ich hier? Muss ich hier machen? Ja. Oh Gott. Ich habe so eine Idee. Ich brauche das Teil wieder. So, ich kann sogar springen. Bin noch nicht sehr gut. So, Ruhe da. Sterbt doch endlich alle.
Solche Szenen sind echt nur nervig. Ich meine, die sind doch keine Gefahr. Komm. Nimm's auf. Nimm's auf. Er kann kaum springen, aber er kann's Kilometer hochwerfen. Nein? Wieso funktioniert das nicht? Oh Gott. Ich hatte gehofft, ich kann das damit kaputt schmeißen, aber das scheint nicht zu funktionieren, also muss ich mir was Neues überlegen. Ja, so eine lange Planke kriege ich natürlich nicht hin. So das Längste, was geht. Bin auch nur knapp eigentlich. Krieg ich's denn? Komm, hör auf, dich zu drehen. Ah, das schaffe ich. Sollte es schaffen. So, dann nicht zu viel Gewicht drauf. Jetzt mache ich nur ein ganz kleines Teil. Halleluja, das war komplizierter, als es sein musste. Das nehme ich auch nochmal. Die Traganimation könnte auch ein bisschen schöner sein. Wow. Neue Videofeier, das hatte ich ja noch gar nicht. In letzter Zeit das... deshalb irgendwelche Probleme macht. Okay, so komme ich da nicht durch. Da gibt's nicht durch, also. Ah, dreh dich in die richtige Richtung, so. Stopp mal eben. Jetzt fällt mir auf, dass das ein Gegengewicht ist. So. Na gut, das ist nur ein anderer Weg, da hochzukommen, vermute ich. Egal. Und da gibt's Wasser. Und Wasser bedeutet... Ich will was machen. Es gibt ein Achievement dafür, wenn man eine Minute unter Wasser bleibt. Gerade bei den Summer Deals. Und das will ich holen. Und entweder... Es gibt, also sie hat wohl ein späteres Achievement, wodurch, nein, nicht Achievement, Fähigkeit, wodurch sie unendlich lange unter Wasser bleiben kann. Da das aber gerade nicht geht und ich noch zu weit am Anfang des Spiels dafür bin. Ich habe gehört, dass manche ein Problem haben, das Achievement direkt zu bekommen. Summer Dip. Danke. Eine Minute unter Wasser geblieben, ohne Schaden zu bekommen. Natürlich ist das... Wow, wow, wow. Man kann hier halbwegs schlecht sehen. Und der erste Moment, wenn man rauskommt, sieht auch merkwürdig aus. Ja, irgendwo ist doch hier noch eins. Aber ich muss sagen, ansonsten gefällt mir auch das Wasser. Muss halt nicht immer Crysis 2 sein, um richtig schön auszusehen. Was ich übrigens nicht gespielt habe. Nicht spielen werde, vermutlich. Wobei ich Teil 1 mir eigentlich recht viel Spaß gemacht hat, aber ich bin nicht so der Shooter-Fan. Also der... so Realismus-Shooter oder halbwegs ernsthaft. Ich spiele Left 4 Dead, wo es einfach nur ums Multiplayer-Gebolze geht und Team Fortress spiele ich, weil es einfach nur Spaß so zwischendurch macht. Er ist schon was anderes als Crysis oder Battlefield, Modern Warfare, nein, das ist Battlefield, Call of Duty, ach, das ganze Zeug halt. Früher
Früher habe ich das mal gespielt, aber inzwischen... Who cares? Gut, dadurch. Und komm, mach ich. Ihr könnt nicht. Oh, ich habe ein Level-Up mal wieder. Irgendwie ignoriere ich das die meiste Zeit. Gut, noch wer. So, war's das? Habt ihr genug gespielt? Ach ja, Level Up. Hm, wo ist mein Cursor? Da. Okay, zwei Planken zur gleichen Zeit ist, denke ich mal, eine sinnvolle Ausgabe. Und ja, mit zwei Punkten. Gut, was war jetzt nochmal nächste Level? Charge. Gives a temporary speed boost that can be directed towards enemies to knock them back. Works perfectly. Ja, wird einfach gekauft. Charge. Oh. Der Tritt sieht irgendwie merkwürdig aus. Ha. Huh. Ich rolle. Nein, dazwischen war auch nichts Sinnvolles. Gut. Wow, wow. Ja, zu spät gewechselt. Mistkerl. Wow, wow. Viel Wasser. Tiefes Wasser. Hier Geheimnisse finden ist sicher auch nicht ganz einfach. Hey. Irgendwo dazwischen ging es hoch. Ich glaube, der Krieger kann ein bisschen schlecht schwimmen. Ja, er kann springen, aber er kann nicht schwimmen. Und ich vermute mal, sie ist deutlich am schnellsten. Ja, gut, er ist ein Stein. Und sie kann schwimmen. Ist doch schon mal auch gut zu wissen. Das ist mir eben nicht aufgefallen, weil ich ja nur so gerade den Kopf unter Wasser halten konnte. Ne, nicht wirklich was, wie ich hier hochkomme. Das könnte ich aber. Komm, das ist nur Holzteil. Kannst du dich festhalten. Ich will nämlich den Typen... Schade. Während ich am Haken stehe, kann ich... Nein. Kann sie auf Wasser rennen? Das sah fast gerade so aus. Gut. So, falls du Erfahrung bringst... Danke. Komm, fang an zu schwimmen. Hm, sie kann irgendwie nicht gerade runtertauchen, sondern nur so wie ein Stein fallen. Hat sie sich wohl beim Krieger abgeguckt. So, holen wir uns nochmal kurz Luft. Charge? Nein, kein Charge. Was dreht sich da? Ich glaube, hier vorne geht's rein. Also gehe ich auch erstmal hier hin. Und... Und Goldschatz. Das wird die Diebin freuen. Da es hier weitergeht, scheinbar, gehe ich erstmal wieder zurück. Ihr kennt das Spiel, denn da ging es ja noch ein bisschen tiefer. Und ich will gucken, ob es wirklich tiefer gibt und vor allem, ob da was ist. Ja, da sehe ich doch schon die Erfahrung. Gut, sonst ist hier nichts. Also geht's weiter. Aber er kann gut unter Wasser springen. So. Okay, das
nichts Holzmäßiges. Wie komme ich dann da oben dran? Schon ziemlich hoch. Ich glaube, ich gehe damit erstmal dann zur anderen Seite. Hier muss ich... Achso. Hey, komm. Rein da. Hm?